Willkommen zurück bei Grand Theft Auto 5 und wir haben gerade eben ja das Rennen gewonnen und dann stürzte das Spiel ab. Zum Glück war das noch gespeichert, denn wir sehen hier, da ist ein Haken dran. Wir haben es geschafft. Was es als Reward gab, keine Ahnung, vermutlich Kohle, ne? Erstmal. Wir müssen ja alle Rennen gewinnen. Vielleicht habe ich auch die Belohnung nicht bekommen, das kann durchaus sein. Es ist aber zumindest abgeschlossen, das ist schon mal schön. Wir haben jetzt das Missionsziel für die Chinesen. Wir können also jetzt endlich mal die Story weitermachen. Ich habe gerade auch mal zwei Mods rausgeschmissen, die vermutlich auch Probleme machen. Das ist einmal die Mod, die die Karte zur Multiplayer-Karte macht. Das heißt, alles ist wie Multiplayer-Modus in der Karte. Und die andere Mod war die Mod, die alle Innenräume öffnet. Die habe ich beide mal rausgemacht. Die brauche ich gerade nicht dringend, weil ich eh keine Mods habe, die das wirklich benutzen. Von daher kann ich die einfach rausschmeißen. So. Das Yellow Jack Inn. Im Yellow Jack Inn sind die Chinesen, okay. Trevor, you're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分为的我。 What the fuck is wrong with him? Oh man! No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Chef, we're just coming down to see the kitchen. Well, you can't get here quick enough. Or take us on his way with some friends. This is gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bioregional, locavores only. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Jewel will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Privat gemacht. Oh Mann, ich kann nicht mehr. I knew we were having visitors. What is that, a little spring clean? They really want you dead. Oh,
Trevor, look out on the left! They're getting in! Move! I'm starting to think they really want to kill me! They're around the back of the building! Trevor, man, get behind something! Trevor rastet auf jeden Fall extrem aus, ne? Mit seiner Spezialfähigkeit auch, das ist schon krass. Ah, downstairs, okay. Aber wo geht's denn hier runter? Ah, hier. Okay. Fähigkeit nutzen müssen. Aber immer dieses Problem, wenn ich nachlade und ich dann aus Versehen die Spezialfähigkeit nutze, das ist halt nervig. Ich will die ja beim Nachladen wieder ausmachen. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Wir haben nicht genug Autos kaputt gemacht. Und hat eine Person zu wenig getötet. Naja, gut. Ich habe wieder ein bisschen die Sorge, dass die Symbole wieder nicht auftauchen. Ich gehe mal einmal ins Bett und schlafen und dann gucken wir mal. Oh, wie nervig das wäre, wenn die Symbole wieder nicht auftauchen jetzt. Ich habe halt die Hoffnung, dass wenn ich ins Bett gehe, dass dann die Symbole auftauchen. Ja, bisher noch nicht. Ich skippe noch mal ein bisschen Zeit bis zum nächsten Tag. Sonst müssen wir das Spiel schon wieder neu starten. Das ist unfassbar.
Mal kurz gucken, ob wir irgendwelchen Nebencontent machen können. Solange wir darauf warten, dass das Symbol dann auch mal wieder auftaucht. Sprich, nach dem Part hier, dann, nachdem ich dann das Spiel einmal neu gestartet habe und nochmal einen anderen Mod hinzufüge, der das wohl fixen soll, das Problem. Genau. Hier ist ein Stuntflugzeugrennen, ob ich das schaffe. Schwierig, wenn ich ehrlich bin. Sehr schwierig, ob ich das schaffe. Aber wir versuchen es. In der Mangelung einer anderen Tätigkeit gerade. In der Mangelung einer Mission. So. So. Ob das klappt, ich weiß es ja nicht. Das ist vor allem ein Zeitrennen, ne? Das ist auch ein bisschen langweilig, wenn man ehrlich ist. Ach, es gibt sogar mehrere. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Der kann auch nicht so gut fliegen, das wackelt auch extrem, das Flugzeug. Der kommt mit Turbulenzen überhaupt nicht gut klar. Der Trevor. Achso, ich hätte da gerade durchfliegen müssen, okay. Das ist halt schwierig, das Flugzeug gerade zu halten. Ganz ehrlich. Aber Trevor lernt auch das Fliegen nicht, wenn wir nicht fliegen. Also von daher. Ich weiß auch gar nicht, wie gut sein Fliegerscore ist, aber. Alter Schwede. Das war aber richtig. Das hat nicht rot geleuchtet. Das war zumindest schon mal ganz nett. Das ist wieder gerade oder aus? Oh, das ist auf dem Kopf. Okay, das haben wir geschafft. Oh, oh, da unten müssen wir zuerst durch. Okay. Alter Schwede. Und jetzt müssen wir nach da. Okay, okay, okay. Puh. Ganz schön übel, um ehrlich zu sein. Ich bin noch nicht so wirklich sicher mit dieser Steuerung. Oh. Aber wir haben ein Ding nicht richtig passiert. Das heißt, wir haben Minuszeit gemacht, nehme ich an. Ja, war nur eine Silbermedaille jetzt. Wir waren knapp an der Gold. Machen wir einfach noch ein paar mehr. Warum nicht? Wir müssen aber sowieso irgendwann Gold machen. Mit allen. Weil ich glaube, das zählt für 100% gar nicht. Man muss sie nur gemacht haben für 100%, aber trotzdem würde ich schon gerne überall Gold haben. Das Spiel wollte, dass ich mich so drehe, damit ich auch schnell drehen kann zum nächsten Punkt. Gut zu wissen. Nehmen wir an, wieder auf dem Kopf, ne? Facade hit with a data mining scandal. Wealthy residents are protesting the planning.
Hillbilly News, okay. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht, wie ich fliege. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Falsche Richtung. Shit. Aber es war richtig. Boah, ich hab's noch geschafft. Alter Schwede. Gold. Hohoho. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber schauen wir mal. Ich habe gerade guten Lauf. Wir suchen jetzt nach Michael hier. Deswegen fliegen wir über Los Santos. Und zwar ist auch eine richtig üble Strecke. Da durchzufliegen ist übel. Boah, war das knapp. Okay. Wir kennen das gerade nicht, ich glaube so rum. Ja. Ich glaube jetzt andersrum. Oh mein Gott. Ich hab's nicht erreicht. Ich muss nochmal neu starten. Das ist ganz schön heftig. Das ist nicht ohne diese Flugstunt-Dinger hier. Okay, das ging noch. Puh. Oh nein, das Spiel stürzt wieder ab. Es ist unfassbar. 20 Minuten hält das Spiel, dann stürzt es ab. Okay. Dann hat das mit der Änderung gerade eben nichts gebracht. Dann ist der Part jetzt auch schon wieder vorbei. So kurz. Ja, bis gleich. Zum nächsten Part. Und haltet die Ohren, statt macht immer was Besseres aus eurem Leben. Falls euch der kurze Part trotzdem gefallen haben sollte, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben. Und falls ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, abonniert mich. Ich habe natürlich keine Lust, noch meine Abmoderation nicht zu machen, weil ich gerade enttäuscht bin. Ich habe gerade eben eine neue Game-Config reingezogen und die scheint irgendwie das Spiel noch schlechter laufen zu lassen, als es vorher war. Weil vorher lief es ja noch einigermaßen. Jetzt stürzt das alle 12 Minuten ab. So geht es ja auch nicht weiter. Okay, dann bis gleich zum nächsten Part.